zu den Wochen des Meeres oder wie man auch immer möchte, maritime Wochen hier im Lechenkarree. Wir sind die Gitarrengruppe Columbieros der Christoph-Kolumbus-Grundschule Cottbus, sind heute hier nicht nur mit den Gitarren, sondern im Hintergrund auch zu sehen unserem Elementeschiff, das gemeinsam entstanden ist mit der Kreativwerkstatt unserer Schule und dem Verein Freunde der Seefahrt Cottbus e.V. Einige Vertreter sind auch hier vorne als Ansprechpartner heute da. Meine Sprechpartie ist lustig, meine Sprechpartie ist schön, denn da kann man an der Stadt ja und auch viele Menschen sehen. Holla hi, holla ho, holla hiya, 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 holla ho. Holla hi, holla ho, holla hiya, 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 holla ho. Und das Steuermann, der Kleine, kann man zu der Rette an, vor dem Schiffchen und der Mutchen, der Kultur hat sich an. Holla hi, holla ho. Oh, das ist. Hast du selber genäht? Nein. Das habe ich mir weit gedacht. So, was hast du gebaut? Also bei einem bisschen was. Bei jedem bisschen was. Wir hatten von den Erwachsenen mitgemacht. Richtig? Komm mal her zu mir, komm mal her. Der ist so aufgeregt, der junge Mann. Wir könnten doch daraus mal gemeinsam ein großes Schiff bauen. Ein Großschiff. Die Grundkonstruktion ist da. Wir brauchen natürlich mehr Paddel. Das haben die Kinder alle hier sein persönliches Paddel gebaut. Die Gitarrengruppe, die Columbieros, haben dafür die entsprechenden Spreefahrglieder einstudiert. Und ja, und dann haben wir das zusammengefügt und heute hier präsentiert.
aber vom Weizen. Schönes Boot, ihr seid nicht gekentert, ihr seid gut hier angekommen. Ihr habt tolle Gitarrenmusik mitgespielt. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Schönes. Und ich freue mich riesig, dass ihr hier in das Sandower Badefest hier eröffnet mit euren Liedern, mit eurem Boot. Und ich glaube, wir haben alle Gelegenheit, heute mal allen Danke zu sagen, die dazu beigetragen haben, dass wir hier jetzt zusammen das Badefest eröffnen können. All den vielen Helferinnen und Helfern im Hintergrund. Natürlich ihr, Herr Bogertz, eure anderen Lehrerinnen und Lehrer, aber auch alle aus dem Sandower Bürgerverein. Wo ist denn der Herr Schöpfe? Sehe ich jetzt gar nicht, den Kapitän, der das hier alles mitorganisiert hat. Alle Mitglieder vom Sandower Bürgerverein, alle, die hier sind, alle möchte ich mal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Und ich glaube, das ist ein Riesenapplaus wert. Dass es hier einen Ort gibt, wo Sandow auch immer mehr merkt, Sandow liegt in Grün, Sandow liegt an der Spree. Es gibt unglaublich schöne Flecken. Also wenn man gerade mit dem Boot runterkommt, man glaubt ja gar nicht, dass man noch in Cottbus ist. Und wir, normalerweise ist man hier immer beschäftigt und kommt gar nicht dazu. Und das ist euer Verdienst letzten Endes, auch vom Bürgerverein Sandow, dass wir diesen Ort hier wirklich gewonnen haben. Warum ich nicht da war, Badefest heißt das ganze Jahr. Wir haben heute im Zusammenwirken Freunde, Seefahrt und Schule natürlich eine ganz neue Qualität gewonnen. Wir haben den Schiffsverkehr auf der Spree belebt, das wird auch in naher Zukunft sein. Was ein zweites großes Anliegen ist, ist ja wieder den Fluss überhaupt so an den Bürger ranzubringen. Und deswegen haben wir gesagt, Badefest. Ich war jetzt gerade noch unterwegs gewesen und habe geguckt, wer mit mir baden geht. Also jährlich machen wir ja immer die Nummer und ihr habt uns abbaden. So, zwei haben wir. Zwei sind es? Drei sind schon. Drei. Drei. Oh, 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 oh. Nein, du kommst immer vier. Was machst du denn jetzt? Nein, nein, nein. Ich komme dann mit dir. Die Leute und tschüss. Stopp. So, damit ist es gerade hier in Sandow eröffnet. Hoffentlich da rein. Aber wirklich, super, Wasser. Man kann sogar trinken. Das wollte ich noch nicht versuchen wollen. Alles genau. Also, der Jonas, da ist er. Ganz fantastisch. Ich möchte an dieser Stelle abschließend natürlich in erster Linie den Kindern danken, die hier zwei Tage, gestern nämlich auch schon, ihr Programm dargeboten haben, hier ein wenig maritime Stimmung in das Blechkarree gebracht haben. Wir bedanken uns bei den Freunden der Seefahrt auch für die weitere Unterstützung. Wir sind schon gespannt, wie wir im nächsten Jahr, und dazu laden wir natürlich auch heute schon alle ein, im Sommer, im August 2013, also eigentlich dieses Jahr, das nächste Sandower Badefest mit diesem Schiff auf der Spree gestalten wollen, damit wieder fahren wollen. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern, wir bedanken uns beim Blechkarree und hier beim Ausrichter, wer das auch immer ist. Von wo seid ihr? Aus Bremen. Ja, dann grüßen nach Bremen, auch von uns hier an die Nordsee. Passt. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.